Hallo und willkommen bei Minecraft Quick BW mit dem komischen Typen, den ich nicht kenne. Hi. Ja, ich kenne ihn nicht. Hast du dich durch Zufall gefunden, ne? Ich bin so durch die Community gelaufen und dann saß er dort so auf der Straße, wurde dreimal von Auto überfahren, seine Beine waren zerquetscht und ich habe ihn so gefragt, alles in Ordnung? Und er so, ja, mir geht's gut. Und ich dann so, ach, ich nehme dich mit, kannst mir einen Döner kaufen. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Komm schnell mit in der Mitte. Ich hab noch 18 Blöcke. Fast Butcher. Hab kurz Milch getrunken. Eiskalt. Ich muss aber noch was. Aber ich brauche noch kurz. Ich bin in der Mitte. Ich brauche aber noch Eisen. Ich komme, ich brauche noch ein Eisen. Ich hab Gold. Ganz viel. Ich bin tot. Warum bist du nicht zurückgekommen? Weil ich keinen Block hatte. Hättest du sagen müssen. Gesagt, hätte ich dich gerettet. Ich hätte 18 Gold. Nee, irgendwann über 10 Gold auf jeden Fall. Aber egal. Passiert. Nur blaue Art ist nur Gold. Du musst es überleben noch lernen. Den Grün will zu uns kommen. Ach, der schickt Yamanak. Du wirst verfolgt. Ich lebe! Nein, nicht mehr! Du hast doch mal gerade in der Lobby erzählt, damit du einen Verweis bekommen hast. Erzähl doch mal einfach darüber. Gut, also Zuschauer, ihr müsst euch vorstellen, wir haben so einen reichen Pisser in der Klasse. Name Piep! Und der ist behindert. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig nach meiner Schätzung. Also der soll angeblich Piep heißen. Also mit Nachnamen weiß ich nicht, aber Vorname ist halt Piep. Am liebsten würde ich den Nachnamen sagen, weil man ihn dafür so auslachen kann. Seine Eltern sollen angeblich 600 Millionen Euro in Las Vegas gewonnen haben. Ja, der ist nur reich, weil die Eltern irgendwo ein Lotto gewonnen haben. Vor allem in Euro. Man sagt, damit der Euro in Amerika gewonnen hat. Alter, da gibt's Dollar. Nein, Euro nicht. Er wird dort was. Die Eltern werden dort so und so viel Dollar gewonnen haben. Das werden die dann mit nach Deutschland genommen haben und dann umgerechnet. So. Und er denkt halt, weil er reich ist, dass er was Besseres ist. Ist er so. Nicht. Ist er nicht. Er ist geistig. Er hat ein tolles Fahrrad auf jeden Fall. Ja, er hat ein tolles Fahrrad. Da kommen wir aber noch gleich zu. So. Und dann Musikunterricht. Unser Musiklehrer sitzt vorne. Ich lache ihn aus, weil er einen halben Punkt an der 3 vorbei ist in Musik, obwohl er selbst Instrument spielt. Habe ich ihn dann ausgelacht. So. Er dann so, Alter, ich stich dich ab. Ich dachte mir nur, Digga, der will mich abstechen. Habe ich das den Lehrer gesagt? Du willst mit dem Zirkel abstechen, ja? Warte, nein, dafür kommen wir noch. Ich dann so zu unserem Lehrer. Er sagt, er will mich abstechen. Und der Lehrer dann so, hat der eh nicht gesagt. Da kommt einer. Wohin? Unser Base. Ich bin nicht bei uns. Ja, ich bin in der Mitte und ich sehe, dass nur damit einer zu uns rennt. Warte, ich renne ihn, versuche ihn noch hinterher zu rennen. Und ich bin über blau. Okay, unser Bett ist weg. Also. So. Und er dachte sich dann so, ja, Alter, ich steche hin. Ich sag das den Lehrer juckt es nicht. Ich bin tot. Da kam noch ein Grüner. Ich stehe dann so auf, scheue ihn einen Unterricht, weil er mich abstechen will. Es juckt ihn immer noch nicht. Ich kann nicht runter. Hey. Es juckt ihn einfach immer noch nicht, den Lehrer. Was hab ich dann gemacht? Ich so, Alter, ich stich dein Fahrrad ab, zu ihm gesagt. Er so, ja, mach doch, Alter. Dann stich ich dich noch mehr ab. Ja, also, wenn du einen abstichst, kannst du ihn noch mehr abstechen, oder? Ist normal. Ja. So, und dann habe ich mir von einem Zirkel geliehen. Hinter dir. Bin zu den gestürmt und habe sein scheiß Fahrrad, also den Fahrradreifen zerstochen. Also war letzte Woche Freitag so, nach der 6. Stunde so. Ich wollte so gerade nochmal nach Hause gehen und so. Und dann siehst du nur wie Lenny, Nick, Leon kommen so alle entgegen. Alter, Jonas, du musst dir das vorstellen, Alter. Ich muss gar nicht schnell zur Flur, Alter. Der will gleich was machen. Mit diesen Piep-Typen da. So, ja, gehst du eine Runde? Ich beende jetzt kurz die Aufnahme. Darf ich sagen, wir erzählen gleich weiter und bis gleich. Also wir waren ja bei diesen, ich werde weiter erzählen, bei wo Lenny und so alle rauskamen.
Musst du die Folge in der Minecraft Bad Wars? Ich stech dich ab, Alter, oder irgendwie so. Okay, machst du deinen Countdown oder? Ist schon an. Achso, ist schon an. Ja. Ben, willkommen zur zweiten Runde. Erzähl ruhig weiter. Also, wir kamen da so alle rausgestürmt. Ich wollte so ganz gemütlich ins Wochenende gehen und dann kommen da so alle rausgestürmt und ich hab ein Eisen. Ich auch. Kamen da alle rausgestürmt. Ich denk mir so, Alter, was machen die denn? Und dann haben sie es mir erzählt. So, ja, so. So, ich hab mir den Zirkel geliehen und dann halt. Ich so, einer so zu mir, ich halte ihn auf, dass du es schnell wie möglich machen kannst. Ich sprinte so schnell wie möglich raus. Die ganze Klasse hinterher. Wirklich die ganze Klasse. Und dann habe ich jetzt den Reifen abgestochen. Bin in der Mitte, hab Gold und sogar noch Blöcke. Finde ich gut. Und dafür habe ich dann Verweis bekommen, was ich gar nicht verstehe, was daran so schlimm. Hast ja nur ein Fahrrad kaputt gemacht. Alter, der fährt mit 40 Euro Reifen. Junge, wer fährt mit 40 Euro Reifen? Okay. Ja, sein Reifen kostet 40 scheiß Euro. Oder Slotty. Ja, auf jeden Fall. Der Reifen ist bei ihm übelst teuer. Was ich null verstehe. So, von jedem normalen Menschen kostet der Reifen 20 Euro vielleicht. Der fährt mit insgesamt 80 Euro Reifen rum. Weil es sind ja zwei Reifen. Und ich habe nur einen zerstochen. Also ich habe 16 Gold und sogar noch eine Uhr. So, noch einiges an Zeit. Nein! Easy. Ich hab das Bett von Team Gelb zerstört. Ich sehe es. Arme K. Die Runde lautet jetzt 2 gegen 1. Stimmt. Warte. Ich glaub, hoffentlich schaffe ich's. Warte. Glaub an mich. Das Bett von Team Blau ist weg. Unser Bett. Oh, der ist bei uns. Ich habe Amandia-Schwert. Er ist tot. Du hättest ihn dann leben lassen sollen. Unser Bett ist ja kaputt. Ich sammle gerade Gold. Dann gehe ich mit Brücken zu ihm. Soll ich Zeit mitbringen? Badum. Kannst du gerne machen. Nein. Quick BW macht. Guck mal, was ich hab. Nee, Quick BW ist viel cooler als normales, finde ich. Hacker. Ich habe Katzen-Spawn-Eier, beziehungsweise Ocelot-Spawn-Eier. Wo müssen wir hin? Da drüben. Wo gehst du hin? Ach, das ist Team Blau, ah. Wir müssen hier leben. Er hat mich, aber ich habe einen Weg dorthin gebaut. Du musst dich nur noch... Oh, wir haben kein Bett mehr! Ach so, ja, wollte ich... Hä? Du sagst es sogar doch noch. Soll ich Zeit mitbringen? Alter, ich hab vergessen, dass wir kein Bett mehr haben. Du sagst es sogar noch vorher eigentlich. Warum sagt mir das denn keiner? Warte doch noch 4 Minuten, dann ist dein Bett auch weg. Jetzt! Deine Chance! Kill ihn! Ich will den Sieg! Ja. Easy, nur durch mich. Ich hab eigentlich mehr gemacht. Nein, nur durch mich. Ich hab 2 Betten zerstört. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Runde wieder und bis gleich. Ciao, ciao. Ja. Die Map Moon kenne ich gar nicht, du? Ich auch nicht. Aber warte, ich starte gleich. Hallo und willkommen bei Minecraft. Hi. Okay. Dann doch nicht. Dann doch nicht bei Minecraft, dann sind wir jetzt in Ender Games. Hey, Cursey, willkommen zu einer weiteren Runde. Freedom! Ender Games mit Freedom-Geschmack. Und Karotten. Karotten?
Ja, hier sind Karotten, Kartoffeln, Weizen. Warum halt das Weizen ab wieder in den Chat zugespammt wird? Mach das mal. Gleich. Fast gut. Nein! Wir reden. Noob! Nur hab ich abgelenkt. Wow. Das wird voll witzig. Gut, also ich hab ein neues Hobby gefunden. Jonas, Alter, komm! Töte ihn! Töte ihn doch mal! Gut, nur durch mich. Nur durch mir. Ich baue weiter die Karte. Nee, ich baue die Karte. Weißt du dann die Kartoffeln ab, ne? Ja, ich baue die Kartoffeln ab. Ich darf erst mitspielen, wenn ich die Kartoffeln abgebaut habe. Nein! Oh, das spawnt. Oh. 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 Ah, ich habe das Bett gefunden. Ich habe eben unser eigenes Bett gefunden. Soll ich es zerstören? Ja, versuch mal. Kriegst du es hin? Nee, auch nicht. Schade. Boah, warum geht hier nix? Ist ja der was. Der Spielmodus ist richtig verbuggt, ne? Ja, du kannst die Betten nicht abbauen. Komischerweise auch nur die anderen Betten, nicht deine eigenen. Also war das nicht der Sinn des Spielmodus? Ja, eigentlich dachte ich, man soll sein Bett abbauen und danach alle Leute easy ragen. Du schaffst das! Du schaffst das! Nein, schaffst du nicht! Oben kommt ein blauer. Oben sind zwei blaue. No! Die haben fast denselben Skin. Bring. Da kommt einer. Aluminium Aachen! So hieß es doch, oder? Keine Ahnung. Hieß das Alakpa oder Aluminium Aachen? Aloha Aqua. Ich glaube, das heißt. Aber das heißt ja nicht mehr irgendwann mit Gott. Das heißt mit Gott, circa. Für Gott. Bananengott. Da irgendwie ist gerade einer runtergesprungen, glaube ich. Ja. Aluminium. Was ist das denn für einer? Boah. Hat Herr Hex angehabt mal wieder? Nein, der hat mich runtergeschlagen. Also, dich kann man doch eigentlich nur mit Hex runterschlagen, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Also muss es ja ein Hacker gewesen sein. Wirst du schon wieder das ganze Eisen gegrabt? Ich kann dir aber eine Dings geben. Nee, ich brauche nur ein. Ich hab doch ein Eisenschwert. Nein. Ich brauch doch die Rüstung, bitte. Da. Weil meine Rüstung ist runtergefallen. Auch mein Harnisch ist runtergefallen. Ja, davon habe ich jetzt keinen mehr. Boah, heißt das, ich muss jetzt auf ein neues Packet sparen. Das kann man sich mit 5 Gold kaufen. Auf jeden Fall eine Rettungsplattform. Brücken! Ich mag die so, Brücken. So, Goldapfel, Eisenschwert. Hast du schon die Brücken Rettung gekauft? Also keine Brücken. Welches Team sind wir? Gelb. Gelb. Ist eine gute Farbe. Nein! Ich bräuchte. Mann! Was denn? Da kommt einer. Töte ihn. Mit was denn? Ich vertrau dich! Meine Items dann. Der ist da oben, aber es gibt übrigens einen Obereingang, ne? Wo man ans Bett rankommt. Da ist er. Töte ihn! Easy! Da kommt noch einer! Hab ihn! Wir sind solche PvP-Skiller. Wir sind so ein eingespieltes Team. Du kannst gegen uns nur mit Hex gewinnen. Theoretisch schon, ja. Oh. Wie teuer ist überhaupt ein Dierschwert? 13 Gold. Oh, das ist ja übelst teuer. Bastard, ich hatte 24. Gold. Ja. Der hat mich auch runtergeschlagen. Der hat so einen Chrom-Skin. Wie die nur mit Rückstoßstöcken kämpfen. Der hat mich auch beinahe runtergeschlagen. Wie die nur mit Rückstoßstöcken kämpfen. Halte sie auf Schach. Ich glaube an dich. Schaffst du's? Einen habe ich, aber den anderen. Ich renne direkt rüber, ne? Zum Bett. Den anderen musst du kriegen. Bevor Aluminium Aachen kommt. Was? Der ist oben lang gegangen. Das war Betrug, ich habe extra unten gewartet.
Ich hab aber Gold. Das war sowas von Betrug. Wie viel? 13. Warte, wir sparen jetzt auf ein neues Bett, ja? Easy! Jonas, kill sie noch nicht. Nein, ich renne gerade wieder zurück. Nein, wir gehen jetzt in die Mitte. Oh, ja, ich will mir mal nochmal ein schönes Schwert kaufen. Kauf mir auch eins. Ich kann leider nur eins kaufen. Ich habe ganz viel Zeit, aber die bringt uns leider nicht so viel. Der Rote kommt. Soll er doch. Er will bestimmt unser Bett abbauen. Er hat mich! Nein! Scheiße! Mit deinem blöden, beschissenen Knockback-Stick. Los, bau das Bett ab. Hast du Gold, dann kauf auf jeden Fall Rettungsplattform. Muss jetzt sein. Ne, ich werde hier drin warten. Die werden aber nicht kommen. Warum nicht? Der kommt doch. Lock ihn los. In der Zusatz würdest du was kaufen. Der kaufst du was mit F5. Guck mal, er kommt nicht. Hast du Rettungsplattform? Nee, ne? Nö. Und jetzt kaufe ich was. Ich kauf grad was, komm doch! Ah, das bringt glaube ich nicht so viel. Doch, ich kauf grad was. Jetzt guck mal ganz kurz hin. Und dann musst du dich davor. Ja, siehst du, jetzt kauf nochmal was, so. Was bringt denn das jetzt? Ja, ein Dia-Schwert auf jeden Fall. Das war das bestimmt meins, weil ich so vor Schreck gedroppt habe. Ehrlich? Nein, ich bin runtergefallen und gestorben. So, von wo wird er kommen? Also, du siehst doch den Namen. Er kommt gerade rein. Mann, was für ein Hacker! Nee! Jonas, wir spielen mit so vielen Hackern. Hacker. XD. GG. So, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Haut rein, lasst 2 Likes da. Guckt bei Jonas vorbei und ciao, ciao. Tschüss.